Saisonauftakt in der Erste Bank Eishockey-Liga und der Vorjahreshalbfinalist aus Ljubljana kämpft gegen die UPC Vienna Capitals um die Fortsetzung einer imposanten Serie. Seit über 2 Jahren sind die grünen Drachen am Tivoli gegen die Wiener ungeschlagen. Dementsprechend groß das Selbstvertrauen, dementsprechend groß der Anfangsdruck. 5 Minuten absolviert, Schickerpanze mit dem 1:0 für Ljubljana. 158 Tage warten haben ein Ende. Das erste Tor der Saison ist da. Die Panze-Brüder haben wieder zugeschlagen. Die Capitals heute ohne die verletzten Rotter und Klimbacher antworten postwendend. Jonathan Ferland mit einem verrückten Tor. Mit 30 Toren in der letzten Spielzeit. Sozusagen Mr. Zuverlässig im Wiener Team. Überrascht. Neuzugang Jerry Kuhn im Tor von Ljubljana. Die Gäste werden in dieser Phase immer zielstrebiger und gehen in Führung. 18. Minute, Andrei Larkos mit dem 2:1. Der 2,1 Meter Hühne mit Präzisionarbeit das Ganze in Überzahl. Ja, die ersten 20 Minuten dieser Saison also vorbei. Gleich einmal richtig gute Werbung. Ja, und die zuletzt in der European Trophy sehr erfolgreichen Capitals starten gut ins Mitteldrittel. Die erste Chance verbucht Benoit Graton. Nach Zuspiel von François Fartier, die beiden Franco-Kanadier, auch heute wieder in der ersten Linie mit Markus Schlacher. Ljubljana hat in dieser Phase Probleme. Die Gäste fahren jetzt ein richtig gutes Tempo und bauen die Führung jetzt aus. Das 3:1 in der 31. Minute durch den Captain. Der macht höchstpersönlich nach Vorarbeit von François Fartier ein Schusspass sozusagen. Klasse abgefälscht von Graton. Groß sind die Leistungsunterschiede heute Abend nicht in Sachen Cleverness und Effizienz, aber schon hier gut zu sehen, es fehlt die Coolness vor dem Tor von Fabian Weinhandl. Schickerpanze schrammt am Doppelpack vorbei. Ljubljana steckt nicht auf, aber begeht in der Schlussphase zu viele Fehler und so. Rien ne va plus. Benoit Graton schnürt in Minute 59 den Doppelpack. Das 4:1 gleichbedeutend mit dem Endstand. Ein stark verändertes Drachenteam verliert zum Saisonauftakt. Die Wiener hingegen beenden die Flaute am Tivoli nach mehr als 2 Jahren. Ich denke, wir sind gut in dieses Spiel hineingestartet, haben früh das 1:0 gemacht, aber der Ausgleich hat uns völlig aus dem Rhythmus gebracht. Für die Zukunft nehmen wir uns vor, von der ersten bis zur letzten Minute richtig gutes Eishockey zu spielen. Das war eigentlich ein typischer erste Runde oder Start in die Ligaspiel. Ersten 10 Minuten hat wir so viel in unserem Kopf gehabt, dass wir nicht gespielt haben mit Instinkt, aber nach 0-1 ganz früh, nächste Drittel, kommt wir besser und besser ins Spiel nachher. Und von ungefähr 30 Minuten in das Spiel finde ich, dass wir das kontrolliert haben zum Schluss dann.